Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, heute ist es anscheinend soweit. Wir sind ziemlich nah an der nächsten Location, die uns einer Hauptquest ein Stückchen näher bringt. Allein die Schattenkarte verdienen den Namen. Was ist das für ein Langbein? Er beginnt ja sehr schön die Folge. Mann! Graser geht noch. Was ist das da hinten? Noch eine Langbeine. Nee, auf die habe ich keinen Bock. Ich versuche mich auch noch außen rumzuschleichen. Ich kann dir ja, glaube ich, sogar überbrücken. Bin ich ganz irre. Aber ich will trotzdem mit denen nichts zu tun haben. Ich will jetzt Hauptquest. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Verschwindet. Nee, pfui. Geh weg. So. Reinholz. Komm, noch 370 Schritte. Das laufen wir jetzt noch schneller. Dann geht es hoffentlich wieder richtig los. Oh. Was? Sie haben schon fast einen zweiten Beutel voll? Das ist schön. Das ist nur eine Schockwurz, die ich nicht brauche. Danke. Geil, zweite Beutel voll. Das ist schön. Siehst du? Das ist der Vorteil, wenn man wirklich sich mal ohne Schnellreisen durch die Welt bewegt. Man erkennt neue Locations, man entdeckt ein bisschen mehr von der Landschaft, kann das alles ein bisschen genießen und hat immer einen schönen, vollen Kräuterbeutel. Und man nimmt die Schockwurzeln nicht mit. Das ist uncool. Was mache ich denn schon wieder falsch? Da runter. Warum gehe ich nicht dem Weg nach? Ich bin so ein Naturjunkie, ne? Warum dem Weg nachgehen? Warum auch? Ne, das Reinholz lasse ich jetzt stehen. Reinholz, nee. Pfui. Ich hab genug, glaube ich, in Klammer. Stürmerareal. Stürmer kann mich auch mal. Nein, geh weg. Ich will nicht mit dir zu tun haben, Stürmer. Ich muss hier nur rüber. Kein Stress. Alles easy. So. Noch 200 Schritte trennen uns von unserer Bestimmung. Wird es unsere Bestimmung sein? Und was ist das hier? Der erste lädt voll ein, darüber zu gehen jetzt gerade. Demnach, dass es sich da nicht automatisch festhakt, glaube ich nicht, dass wir darüber sollen. Nein, ich glaube nicht. Sind immer noch die Stürme? Das sind immer noch die Stürme, alles klar. 200 Schritte. Ganz ruhig. Ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Wie weit vorher patrouillieren die eigentlich schon? Ist das da vorne jetzt ein Lager oder was ist das da vorne, wo wir hin sollen? Du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Da sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Ja, warum steht hier einfach ein Händler rum? Moment. Ja, oh Moment. Ich muss jetzt hier kurz. Warte kurz. Wir hören gleich weiter. So. Kaufe ich gerade? Ich verkaufe. Okay, können alle weg. Die Tunda brauche ich nicht. 20 reichen easy. Diese Reinholz haben wir auch genug, habe ich doch gesagt. Ah, ich weiß noch nie, was wir mit dem leuchtenden Geflecht machen. Verkauf gegen Metallscherben. Also das ist nur Verkauf gegen Metallscherben. Okay, dann können wir alle weghauen. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das kann... Nee, Fuchsknochen, das ist wahrscheinlich wieder so ein Beutelvergrößerungsgedöns. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Rostiger Schrott. Warum haben wir rostigen Schrott eingesammelt? Was soll das? So, hier weg damit. Wow. 4 Scherben kriegen wir dadurch. Schön. Metallgefäße. Ja, komm, den Rest behalte ich. Nicht wir. Ich mach ja die Gefährlich. Wenn du hier so gut positioniert rumstehst, hast du vielleicht irgendwas Neues? Nicht wirklich, ne? Outfits vielleicht? Gibt es da noch was? Oder haben wir schon alles in dem Spiel entdeckt? Außer das Ultra Special Outfit. Okay, red weiter. Du hörst nur mit. So ist das. Okay, hätten uns vorher auch gleich fertig anhören können. Egal, haben wir ein bisschen gesplittertes Gespräch. Hui. Hallo. So, da müssen wir hoch, oder wie? Wo sind denn deine ominösen Haltegriffe jetzt? Ich sehe keine Haltegriffe, Silence. Was ist das hier? Aber es sieht mega geil aus. Nein, der Wasserfall hier, das ist einfach... Ui. Schön. Sehr schön sogar. Aber ich sehe seine ominösen Haltegriffe immer noch nicht. Obwohl, doch da. Das halt scheint hochzugehen. Ja, da geht's hoch. Wie geil das hier einfach aussieht. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Yep. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Das ist Silence, ja. Oder Silence heißt ja, glaube ich, sogar irgendwie Stille oder so. Heißt Silence nicht Stille?
Ich glaube ja. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Ja? Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Alles klar, okay. Das heißt, jetzt geht's ans Eingemachte, oder wie? Was ist denn, Aloy? Das wird ganz schön eng. Oh ja. Das ist ziemlich eng. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst... Was muss ich? Der wartet auf gar nichts mehr. So, hier ist ziemlich viel hohes Gras. Bietet sich eigentlich an, ein bisschen sneaky vorzugehen. Ich hab keine Ahnung, was hier noch so rumkeucht und fleucht. Komm her. Fuß! Komm her, you come! Meine Brücken kann ich die nicht, weil die verdorben sind. Wenn wir die so ausschalten müssen. You come? Kann ich den auch mit einem Schlag töten? Jedenfalls sehr schwer verletzt sollte er sein. Komm noch ein bisschen näher hier. Komm. Komm. Ach, komm doch näher hier. Okay. Let's fight. Okay. Alles klar. Das haben wir geschossen. Nein, pfui. So haben wir nicht gewettet. Falsches Geschoss. Hör doch auf, bitte. Nein, geh weg. Aus, pfui. Einer down. Aua, bin ich hier? Alter. Wieso ging der schnelle Schlag jetzt gerade nicht? Hallo? Komm mal, die Klappe. Alter, wie viel hält der aus? Nur weil er verdorben ist? Nee, ernsthaft. Erklärt mir einen logischen Grund, warum verdorbene Maschinen so fucking viel mehr ausrichten. Okay, ich brauche echt ein Heilmittel. Alter, die Verderbnis. Boah, was? Alter, verpiss dich, du Kackwächter. Alter. Wenn du schon herguckst, dann guck mich gerade an. So. Hä? Ich hab den ja voll ins Auge getroffen, der lebt noch. Fick dich, du Kackbratzenvieh! Nee, ernsthaft! Elo, heil dich hoch. Geht ja so nicht. Boah. Verderbt, das ist so ein ekliges Zeug. Nee, ernsthaft. Das geht so nicht. Daneben. Ja, Pisskopf. So, gib mal her dein ganzes Zeug und dann geht's weiter. Ich rush hier durch.
Okay, vielleicht die Heilungsblümchen sollte ich dann doch eher mitnehmen. Das würden wir dann doch brauchen, glaube ich. Der Gegner hat mich im Visier. Alter, ich hasse diese Druckwellen. Wieso läufst du weg? Er läuft nicht weg. Och Gott! Alter! Es ist wesentlich schwerer zu ziehen, wenn man auf der Schwierigkeit gerade schwer spielt. Wesentlich schwerer. Ah, da ging deine Druckwelle nicht, ne? Blöd, ne? Verschwinde. Ach, komm. Hallo? Ich will nur deinen Kackbehälter umwegschießen. Alter, ich hasse diese Kackdruckwellen, die sind so dreckig. Kämpf doch richtig mit Schaden und nicht mit den scheiß Druckwellen hier. Das ist assi. Auspui. Ach komm, ey Leute, komm irgendwo hoch. Get down. Dankeschön. Boah, das fuckt ab, diese dummen Druckwellen. Warum können Maschinen nicht ernsthaft kämpfen und immer mit diesen komischen Druckwellen? Ein bisschen ehrenhafter kämpfen wir, das ist ja unglaublich. Wo komme ich denn hier hoch am besten? Hier komme ich am besten hoch, siehst du mal. So, wo ist denn der komische Langhals, den wir überbrücken sollen jetzt, ne? Oder sollen wir den überbrücken oder müssen wir jetzt gegen den Langhals kämpfen? Das wäre natürlich auch funny, wenn wir mal gegen den Langhals kämpfen müssen. Oder wie wir sich an Langhals wehren, das ist es natürlich. Wow, mega. Ey, lass los. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Da aber eine Plünderer. Sind nur Plünderer. Solange es nur Plünderer sind, ist alles okay. Hat niemand gesehen. Jetzt sind wir. Kann weitergehen. Ah, wir sind noch mit dem Game, ne? Ah, da kann ich jetzt gar nicht ab. Geh mal bitte down hier. Hör bitte auf zu stöhnen, ey, Leute. Vielleicht die Verderbnis tut weh, aber es ist vorbei, die Verderbnis. Das ist echt nicht mehr feierbar. Wieso speichert das Aufnahmeprogramm alle INI-Dateien, sekündliche Screenshots. Ich habe gerade wirklich in die Videodateien geguckt, also die gespeichert wurden, weil ich mir gedacht habe, es kann nicht so viel Speicher voll sein. Ich speichere das ja gar nicht auf der einen Festplatte selbst, sondern auf einer externen, also die Videos. Und deswegen dürfte das ja, da ja nichts voll werden. Dann gucke ich mal, ah, da werden INI-Dateien gespeichert und Screenshots aus jeder Sekunde. Speichert der Dulli automatisch, die blöde Elgato. Danke dir. Ich glaube, das kann man irgendwie abschalten und ich habe es versäumt. Oder kann man es nicht abschalten und der speichert automatisch die INI-Dateien. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall blöd. Okay. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Okay. Dann würde ich sagen, wir lassen da erstmal den Real Talk und konzentrieren uns weiterhin auf die Story. Timer habe ich gestellt, ja. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Okay. Shit. Großes Lager. Böses Lager. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Umgehen oder töten? Ich wäre eigentlich für töten, aber... Ich dachte schon. Ich wäre wirklich für töten.
Komm mal her. Nicht beide, einer. Hallo. Dein Compadre ist gerade gestorben. Komm mal her hier. Du bist so dumm. Kann ich euch beide hier mal looten? Wir müssen am Schlagsgel, das ist unglaublich. Oder Schlagsscheinglas, das gleich. Der Zorn des Schattens durchdringt sie. Wo sind sie denn? Da hinten ist einer. Und das sind überall welche. Ist irgendwo hohes Gras, wo ich hinsprinten kann? Oder muss ich da jetzt einfach wieder reinlaufen? MLG-mäßig. Wem ist einer? Vielleicht muss man darüber. Ja, guck. Komm her! Ich spiele ja auf schwer und die haben Schattenwaffen. Deswegen werde ich nicht ganz so MLG-haft vorgehen. Pfui, geh weg! Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier! Dann kennen wir uns jetzt ja. Okay. Wir werden nicht MLG-haft vorgehen. Aua! Geh weg! Was hat er gesagt? Aua! Aua! Geh doch! Sagt wer, dass ich erledigt bin. Du bist erledigt. Holen wir uns den da drüben noch schnell. Was war's mit dir? Gib mir mal kurz deine Scherben, bevor wir weitermachen. Hab ich dich. Was wird das jetzt? Bogenbattle? Warte kurz, ich heile mich noch schnell. Dann kann's weitergehen. Alter, du hast einen Headshot überlebt! Das ist ein gehärteter Pfeil hier, das solltest du nicht überleben, ernsthaft jetzt. Ist da vorne ein Kampf? Nee. Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Wenn ich schnell bin, betrifft es mich nicht. Oh! Ey, lol! Oh, nee! Mein größter Feind, der Fallschaden. Kannst mich mal. Ehrlich, Mann. Ich will einen Counter. Ich will einen Counter, woran ich meistens sterbe. Alter, jetzt muss ich wirklich? Ich muss jetzt alles neu machen. Ernsthaft jetzt. Okay, mach mal MLG. Ich mach jetzt MLG, das geht zwar nicht. Geh weg. Wir rushen jetzt durch. Ist down. Komm her, Kleiner. Komm her. Kleiner. Down! Mach jetzt hier MLG, das geht so nicht. Der ist down. So, dann seid. Oh, ihr Wichsköpfe! Schneid dich raus. Nein, tu ich nicht. Mann! Ah. Rayon, Concentration. Oh, ich halt nochmal, ne? Stirb! Und steht ein Kampf ins Haus, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Halte ich jetzt echt nicht für möglich. Rein da und kämpfen. Ah ja! Du willst Nahkampf? Okay. Noch mehr Verluste, mir nicht. Noch mehr Verluste, ehrlich? Ich sehe die Verluste gar nicht gerade. So, down. Ah, wir haben einen Boss. Finde ich sehr geil. Ich viel einfach aushält. Ich mache hier gerade Headshots. So, down. Haben wir das Lager oder ist noch jemand am Leben? Ist da vorne ein Kampf? Nein. Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Suche den baufälligen Langhals. Okay. Da drinnen irgendwo oder was? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Ja, und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen.
als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengen. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Och, Helis, Mann. Es sind noch viel mehr Datenpunkte. Aber Leute, diese Datenpunkte werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Denn, ja, ich muss die Folge schneiden. Damit die morgen rechtzeitig kommt. Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst eine Bewertung da und schreibt ein nettes Kommi. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis morgen, 15 Uhr, Horizon Zero Dawn. Ihr wisst, wie es läuft. Tschüss, Leute.